minute. Who are you? SWAT! Hallo again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, neues Prime Moments Brasilien 93 Plus Player Pick Random Squad Builder Battle Ründchen. Das war absolut kein gutes Deutsch. Ja, Freunde, Player Picks sind wieder am Start. Und hey, ich believe immer noch, dass wir irgendwann noch diesen Spieler drin haben werden. Und passend zum Videotitel, weil den werde ich mir absolut snacken. Er hat einfach R9 gezogen. Und mit R meine ich folgenden Typen. Herzlich willkommen, Benji. Was geht ab, Freunde? Da ist er. Der Dicke war bei mir drin. Ich habe so Glück gehabt, noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich hoffe, du hast auch Glück heute. Sag ich, ich gönn's. Ich gönn's jedem. Ich habe noch nie einen R9 gezogen. Mal kurz einblenden. Mal ganz kurz einblenden, wie der den gezogen hat. Und dann wieder wegmachen. Wer vollständige Videos sehen will, geht bei Benji auf den Kanal. Da ist das Moped online. Ich sag euch ehrlich, wenn wir den hier heute nicht drin haben, flipp ich aus. Wir werden den Player-Pick nehmen. Ich guck, wen ich drin hab, der geht in den Sturm. Brasilien, viele Stürme am Start, viel Kacke auch bei für die Verhältnisse für das Pack. Aber ich beliebe, endlich gib mir den Pelé. Mach's doch einfach. Wir dürfen hier dann zwei weitere Icons mit in das Squad-Builder-Battle reinballern. Wir haben bei Benji ebenfalls was aufgenommen. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Wie wir das mit Benji gleich machen werden, dann werden wir gucken. Ob du nachkaufst oder ob du... Es wäre schon krank, die Balls. Wenn ich hier einen R9 habe, musst du deinen R9 auch setzen. Ja, natürlich setze ich meinen R9. Ich habe gerade wirklich... Ja. Ich habe ein Spiel mit dem gemacht schon. Oh, ich bin fast gekommen. So, da sind wir. Ich mache R3-Pack. Also mir kann einmal Blackscreen machen. Ich gucke auch nicht hin. Das Ding öffnet. So, Freunde, bevor wir ins Video reingehen, dann ist wieder soweit. Speech Time. Ist ein Live-Fußballmanager und offiziell lizenziertes Produkt der deutschen Bundesliga. Somit absolut safe Kiste. Und natürlich kostenfrei downloadbar. Bei Speech habt ihr die Möglichkeit, euer Fußballwissen auf die Probe zu stellen und die beste Elf des jeweiligen Spieltags zu stellen, um somit ordentlich Punkte abzusahen und euch gegen eure Kumpels oder andere Leute messen zu können. Ihr habt quasi ein Ingame-Budget und von diesem Budget müsst ihr quasi, ja, die Top 11. Spieltag stellen. Je nach Leistung der Spieler sind die natürlich teurer, ist klar. Aber Switch geht auch mit dem Saisonmodus rein. Dieses ist ein Spielfeld, was über die ganze Saison geht und nicht nur einen Spieltag. Hier könnt ihr kostenlos reingehen oder aber mit 10 Euro Einsatz. Der Unterschied hierbei ist der Preispot am Ende. Die kostenlos reingehen, haben die Chance auf einen 5000 Euro Preispot. Die mit 10 Euro reingehen, haben die Chance auf einen 100.000 Euro Preispot. Hier fließen die 5 besten Aufstellungen des Spieltags in die Gesamtwertung rein. 34 mal die Chance auf Top 5 Wertung. Und jetzt mal so als kleinen Tipp unter der Hand. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen dribbeln, indem ihr eure Freunde einladet. Das Ganze funktioniert eigentlich ganz easy unten über den Reiter und dann auf die Zeile Freunde einladen. Dann stehen dort drei Sachen, die ihr einfach abarbeiten müsst und dann Kanone, alles klar. So könnt ihr euch quasi die Teilnahmegebühren sparen. Einfach Link aus Switch-App ziehen und Freunde einladen. Erfolgreiche Registrierung über den Link plus mindestens 5 Euro Einzahlung vom Freund. Ergo, beide erhalten 10 Euro Switch-Guthaben und werden somit drin in dem fetten Preispool. Hier sei aber auch gesagt, ihr könnt auch die kostenlose Version spielen. Das mindert nicht den Spielspaß. Ja, ganz wichtig. Checkt sehr, sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung ab. Dort kommt ihr zur App. Ich sag viel Spaß. Bin sehr gespannt, ja? Wer da mal richtig einen abrasiert. Ja? Was habt ihr so drauf mit Formation, Spieler? Ihr kennt euch doch aus. Den habe ich schon. Garincha? Genau. Der ist in jeder Auswahl drin, kann das sein? Der ist in jeder Auswahl drin. Der ist in jeder verkackten Auswahl drin, der Bruder. Nächste. Cafu. Moments? 93er. Und dein Dings ist der 94er Garincha übrigens. Ich habe nicht eine Moments hier drin. Jetzt mach doch Moments, Pelé. Mach's doch einfach. Na klar. Bruder, was ist das für eine Auswahl, Alter? Garincha, Cafu, Roberto Carlos. Nicht eine Moments drin. Nicht eine verkackte Moments drin in der Auswahl. Ja, was muss ja mit Garincha gehen. Alles andere macht absolut gar keinen Sinn. Muss ich auf RS umformen und dann geht der vorne rein. So, die Brüder sind drin hier. Ja, ich spiele die 4-Triple-2. Benji spielt 4-1-2-1-2. Enge, ne? Mhm, die enge Raute. Der Enghausen. Ja, gut. Na, gut, die Schnuti. Wer hält zuerst rein? Komm ich halt zuerst rein. Okay. Ist eh blind reinschießen zum Start. Zedder und Stürmer. Ja, ist es wirklich blind. Also, aber ich freue mich richtig doll auf meinen Angriff. Ich, keine Ahnung. Also, ich hätte schon Bock, den Dicken zu spielen. Aber ich spiele im Sturm
Shapeshifter Adama Traoré. Und auf der ZOM-Position gehe ich mit der ersten Icon hier heute. Und zwar mit... Ich habe ihn als Stürmer hier noch umgeformt. Del Piero Moments. Mhm. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe meinen Icon-Spot im Sturm geballert. Cole und Ori. Sturmpartner von Garrincha wird kein geringerer als Karim the Dream Benzema. Und linker Zedon spielt ein alter Kollege von dem Bruder, Mesut Abi Özil. Mesut, diese SBC-Karte? Oh Gott, kannst du spielen. Dybala und Jack Grealish. Hobby aufgeschrieben. Ah, schön, schön, schön. Also auch beide haben. Es wird schwer, Freunde, aber dafür werden wir, glaube ich, richtig geile Teams beide haben. Aber es wird schwer, was zu ersnipen auf jeden Fall. Ah, abfahren. So, Freunde, 3 Spiele habe ich aufgeschrieben für Steini. Es ist immer noch schwierig. Du hast so viele Möglichkeiten. Go for it. Vor allem ja, Özil, aber es ist, in der Icon, es ist schwer wegen den Icons. Ja, es ist, ja. Es ist schwer wegen den Icons. Frage ist, ob du halt offensichtlicherweise mit einer deutschen Icon gehst oder nicht. Ich gehe auf der Seite tatsächlich, und das war so ein bisschen meine Spekulation. Ich hoffe, die geht auf. Ich gehe nicht mit einer Icon, ich gehe mit Kimmich. Ich gehe daneben aber mit einer Icon. Und da gehe ich mit Gattuso. Und ZOM, hoffe ich einfach, dass der Bluff aufgegangen ist, gehe ich auch mit Traoré. Das ist ja nicht zu glauben. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Diese scheiß Mittelstürmerkarten, die kannst du einfach zu gut benutzen. Petit, Camavinga und Isco. Und ja! Ey, und genau da wollte ich dich hin haben. Genau beim Isco wollte ich dich haben. Oh, schön. Mittelfeld, sehr, sehr wichtig. Ich mach direkt mal die rechte Seite hier dicht. Und ich dachte mir, okay, komm, ich gehe nicht mit der Liga. Ich gehe mit dem Spanier aus der MLS, glaube ich, wenn das Menü funktionieren würde. Aber das ist wieder so unglaublich laggy. Die heißt Carles Gil. Auf der 6 löse ich den zweiten Icon-Spot ein und gehe mit Moments Patrick Vieira. Und im linken ZM gehe ich mit einer Toti-Karte, und zwar Kevin De Bruyne. Mann, ich war aber noch knapp ein bisschen. Ein bisschen, ja, aber da gibt auch keine Punkte. Ich habe Pedri, Essien und auch ein Toti aufgeschrieben, aber Jorginho. Wegen dem Kack-Gel Piero. Yes, baby. Yes, yes, yes. Oh, Mann. Digga. Digga, Digga, Digga. Bisher stabile, stabile Teams. Weiter geht es mit der Außenverteidiger. Boah, ich habe auf RV nochmal umgetauscht. Ich werde es eh bereuen. Okay, 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 okay. Also, Linksverteidiger. Ich mache mir einfach gar keinen Stress und gehe einfach mit 91er. Andrew Robertson links, gar nicht mit dem Stronglink. Und rechts gehe ich mit noch einem Spanier, und zwar Tots Pedro Porro, auch kein Stronglink. Links, Robertson habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe erst überlegt, ob du diesen Marc Kurella Saseta da nimmst oder was, von Albion oder wo der spielt. Aber rechts habe ich mich zum Glück umentschieden. Ich habe erst Aspi stehen gehabt und habe auf Porro umgetauscht. Nein! Da möchte ein Torwart spielen. Nein! Fuck! Ja, also es ist, kann auch nach hinten losgehen. Ich weiß nicht, wenn das Menü immer laden würde. Ich gehe tatsächlich mit Dani Alves. Und ich gehe auf der anderen Seite auch tatsächlich mit Moments Roberto Carlos. Nico Schulz habe ich aufgeschrieben. Und Odriozola. Oh! Okay. Ich habe so safe gedacht, Alves. System gedribbelt. Scheiße. Ja! Jetzt muss ich da ein Torwart reinstellen. Ich hab kein gutes Gefühl dabei, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Es gab so viele Möglichkeiten. Hab ich auch nicht. Also ich sag, du behältst alle 3 Spieler. Ist drin. Ich war gerade ein bisschen beruhigt, dass du nicht davon ausgehst, dass ich Mario Gomez spiele. Vielleicht war es auch ein Mind-Trick. Dann wäre es entspannend. Ich fange tatsächlich nochmal eine neue Liga an. Volland, Marquinhos, Lafont. Nein! Das stand auf meinem Board! Und dann sehe ich, dass Volland eine scheiße SBC war und hab's wieder rausgenommen. Ich hatte Volland, Marquinhos und Diego Lopez. Jetzt habe ich Collins, Ter Stegen und Araujo. Ja! 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 Hab ich hier auf meinem Board gehabt, Mann. Fuck! Ja! Das gibt's doch voll nicht. Voll Team! Wichtig! Warum machst du diese SBC, Steini? Wichtig! Also, ich habe ja schon meine 3 Ligen. Deswegen gehe ich einfach 50-50 unten. Und zwar linker IV ist von der Premier League und heißt Konaté. Rechter IV ist aus der La Liga und heißt Nacho Fernandes. Und im Tor spielt Diego Lopez. Hä? Diego Lopez? Nein. Nein. Moment mal. Oder du hast mich absolut... Ich war selber irritiert. Ich habe Torwart Lopez aufgeschrieben, aber ich meine nicht den.
Ich meine den Portugiesen. Ich habe aufgeschrieben Dias, Pepe und Lopez. Oh, ja, mein Lopez wird zum Glück mit Z geschrieben. Ja, oh, es ist auch, es ist der Spanier, Herz, den du meinst. Ja. Aber teilweise, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich dachte mir, ey, komm, der zieht da die gelben links weiter durch. Shit. Aber gut, mal kannst gucken, du benutzen. Mal gucken, ob dieser Bros, der wird mich so auseinandernehmen, dieser Bros, Mann. Der wird mich so von wem ist das denn die Seite? Das ist die Seite von den Karim the Dream, ne? Mm, und von den Traoré. Deine linke Seite rennt auf meinen Rechtsverteidiger. So, aber hey, die Sonne lacht, Jungs, im Stadion der, weiß ich auch nicht, aber... Super. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Gut Spiel? Abfahrt. Na komm. Die letzten zwei Tage habe ich gar nicht so schlecht gespielt. Aber heute sind die Server halt so bodenlos. Oh nein, ich brauche eine Pause. Ich glaube, ich habe nur eine Anweisung drauf für den Außenverteidiger Abwehr überlaufen. Weil ich das hier einfach in einem normalen Team reingebaut habe. Was war drin? Wow! Wow! Bruder, was hat das denn für ein Abschluss? Wow! Und was macht mein Verteidiger da, Volland? Gut, wo ist der Torwart? Mesut Abi! Nein! Lopez, wirklich alte FIFA-Legende. Jetzt aber. Steh auf! Jetzt kommt nach! Ja! Oh. Mann! Ah, verdrückt! Ach so, ja, natürlich! Oh Gott, aus den L1-3 gedrückt! Nacho Fernandes! Tschüss! Oh! Garini, ey! Garini! Bin auch wirklich ein Trottel! Oh mein Gott! Komm, oh, da hat er die Schwäche vom Keeper! Stopp mit deinem Innenverteidiger hinterher! So blöd von mir. Boah, ey, ich zock zum ersten Mal Benze. Ach, komm hier gar nicht rein. Wir spielen halt auch, du spielst wirklich eine richtige Konterformation gegen meine Formation! Oh! Hoho! Mesut Özil! Ich muss mich so konzentrieren jetzt, wirklich, Steini. Ich muss mich so konzentrieren jetzt. Das ist aber wirklich, also wie schnell ich nach vorne dann komme, ne? Sobald du einen Ballverlust hast. Oh nein, wer ist... Oh mein Gott, Robertson. Du gehörst so gecancelt dafür, dass du es abseits erhebst. Wie kann man so trocken sein? Boah. Wichtig und... Kann nicht richtig wahr sein, ey. Dass das hier nochmal knapp wird durch meine Blödheit wieder, ey. Ja, kaum hast du einen Angriff, kannst du wieder gleich nur durchlaufen. Das ist ja das Problem. Komm schon. Hey. Gib mir noch einen. Halt ab da. Mach einen Fehler. Ey, die letzten paar Minuten, die waren echt wild, die Alter. Die CA aber heute wirklich. Brutales Gameplay, ey. Jeder Pass kommt auf einmal viel zu kurz. Ah, komm, go for it. Ist fertig. Mhm. Ein. Enge Raute spielst du. Wo ist denn eine unscheinbare Position? Ich mach was. Ist eigentlich auch dumm. Normalerweise müsste ich den rechten Außenverteidiger nehmen. Ich sag dir jetzt nur mal meinen Gedankengang. Ich sage, du hast Vieira weggenommen von ZTM, weil du denkst, ich gehe vermeintlich dann auf den teuersten und hast den auf die schwächste Position gebracht. Allerdings wäre das selten dämlich. Was und ist deshalb denn die schwächste nehme ich den Position? Linken Außenverteidiger. Du nimmst den LV? Ja. Rechts wäre Garrincha gewesen, links ist nur Charles Gill. Wo war Vieira? Rechter Sturm. Oh, ja, den kann ich so weghauen, oder? Kannst du so, ja, ja, hau den so weg. Alles klar, ist weg. Oh. Ah. Ey, Ladies, ich hoffe, ihr hattet dennoch hier ein bisschen Spaß. Mir hat es echt Laune gemacht, auch wenn der Pick mal wieder die absolute Frechheit vor dem Herrn war. Aber hey, checkt das Video bei Benji sehr, sehr gerne ab. Weitere Vorschläge unten in die Kommentare rein. Und ja, Karriere auf dem Zweitkanal sehr, sehr gerne abchecken. Und ich bedanke mich. Oh, wir sind raus. Macht's gut. Tschüssi.